Okay. Wir haben es Herbst. Erzähl mir etwas über dich. Ich habe noch keinen Arbeitsplatz. Dankeschön, du siehst auch gut aus. Okay. Na, was sagt dein Inneres? Okay. Wir gehen die Folge auf Jagd. Pilz. Okay. Wir schauen, ob wir Tiere finden. Rennen jetzt mal. Nein, wir müssen ins Dorf. Irgendwie komme ich gar nicht so richtig zur Überlebens... Mutter-Dings da. Riesen Schimmelpilz. Hasenfalle. Hat noch nichts angeschlagen. Okay. So, dann rennen wir mal in die Richtung, ins Dorf. Und ja. Stumm ich mal kurz, muss was erledigen. Eine Nachricht an eine Person. Perfekt. Ja, ich bin nicht so der Tipp-Typ, sondern ich bin eher der Typ, der Dinge tut. Mit seiner Stimme. Rah! Rii! Hier gibt es mehrere Ausrufezeichen, kann das sein? Also. Hier gibt es auch wieder ein neues Vibe, was man anquatscht. Man bald Wiener. Absolut geil. Helga! Kann ich dir etwas helfen? Braucht der Hilfe eines starken Mannes? Ich werde dafür bezahlen. Betrachtet mich jetzt interessiert. Muss meine Familie ernähren, aber die Lebensmittel sind verschwunden. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Das soll nicht das Problem sein. Münder füttern. Management. Liefer Helga Fleisch. Quest verfolgen. Fleisch. Warte mal. Gibt es hier nicht irgendwo... Ja, komischerweise will das irgendwie nicht. Ja, was bekomme ich denn dadurch? Dynastie-Reputation. Ach so. Quest daneben. Zeig mir deine Ware. Drei Fleisch. Zeig mir schon so. Nein, ich habe kein Fleisch. Da gibt es noch was. Es geht nur darum, ein paar Questen mal zu machen. Aus Gründen? Guckt es euch an. Er möchte halt einfach nicht springen. Ich bin nicht überfüllt. Doch, hast du Fleisch? Kaufen 1, 2, 3. So,
Da, Fleisch. Ja, da. Das ist einfach. Weil wenn man das Fleisch kaufen, hier hinbekommt. 18 Münzen hat es mich gekostet. Ich glaube, die gibt mir 20. Hallo, spring doch. Wo ist das Problem? Habe ich irgendwas verschnellt? Er möchte halt einfach nicht, aber zumindest gut zu wissen, dass man... Ja, ich denke, es soll sein, eine faire Bezahlung für eine leichte Aufgabe. Oh, die hat mir sogar ein bisschen mehr gegeben. Das ist toll. In die andere Stadt sollte ich auch mal laufen. Nee, ich muss... Nee, es tut mir leid. Ich suche jetzt Hasen und so. Mir hat man gesagt, hier in der Nähe könnte es Hasen und Füchse geben. Warte auf weitere Ergebnisse. Drüben gibt es auch welche. In die Wildnis. Jage Fuchs, jage Wildschwein. Ich denke, das Wildschwein ist die größere Aufgabe. Bauen, überleben. Nicht genügend Technologie, Survival. Ich wüsste zwar sehr gerne, was man dafür bräuchte. Ich meine, irgendwie bin ich ja zu einem Teil Survival, aber... Ja, sagt mir halt einfach nichts. Wege, die in die Berge führen. Vielleicht findet man ja hier was. Hallo, Füchse. Irgendwie scheinig. Bin ich in einem falschen Gebiet? Geh mal dahin. Vielleicht finde ich ja auf dem Weg was. Hier ist jetzt ein Wald. Da unten ist ein Weg, hier ist ein Fluss. Hier gibt's Rehe. Jage Fuchs, jage Wildschwein. Okay, ich habe gerade herausgefunden, wie man an die Fackel reinkommt.
Ja, aber wo ich Wildschweine finde, das bringt mir gerade echt wenig. Da ist ein Fuchs. Komm her, ich will dich doch nur essen. Oh. Oh. Der Fuchs, er kommt. Alarm. Alarm. Irgendwas in Technologie. Schaufel. Ein Holzgerät zum Gewinnen von Ton. Das kann in der Werkstattschmiede erstellt werden für Schutz. Okay. Ressourcenlager 1. Jagdhütte 1. Gekaufte Pläne. Bogen. F. Ah! Also, ja, also erstmal will ich das Vieh hier killen, dann beschäftige ich mich später damit. Hölzerner Speer. F. Ausrüsten auf die 1. Guten doch. Oh, ich finde den Fuchs immer noch süß. So. Füchse sind einfach. Wildschweine sind die Challenge. In der Theorie nietest du sie eigentlich genauso um. Ist nur schwieriger, weil die halt schneller sind. Fuchs, komm her. Das ist das Dorf mit der billigen Holzpalette. Sade. THX for you. For you Fall Damage. Hier sind. Ja. Die Quest ist. Hier drin. Radomir. Kann ich dir etwas helfen? Könnte tatsächlich deine Hilfe gebrauchen. Ich überlege, meine Felder zu erweitern. Aber es gibt viele Bäume in der Gegend. Könntest du einige für mich gehen? Klar kann ich das machen. Neue Felder. Felder, Bäume. Quest verfolgen. F. Dynastie und Landwirtschaft. Oh, es ist sogar egal, welche Bäume ich fälle. Na, egal. Baum gefällt. Craften eine Steinaxt. Herr ausrüsten. Ein paar davon behalte ich für meinen hölzernen Speer, weil der geht irgendwie recht schnell immer kaputt.
Das ist mal eine easy Challenge. Schaufel erforderlich. Ah, dann weiß ich, wofür ich das Geld brauche. Und die Schilftaktik ist dann worth. Weil wir brauchen viel Geld am Anfang für die ganzen Baupläne. Mit letzter Kraft. Okay, ich muss nicht mal zu ihr hingehen. So, jetzt mal Technologie. Schaufel für das Ressourcenlager. F, Kaufschema. So, und jetzt kann ich... Das Dorf ist der Hauptlagerplatz für Ressourcen, erhält Ressourcen, die im Holzschuppen, Rahmenschutz, okay. Das heißt, quasi für diese Jagdhütte brauche ich den Bogen, einen Stapel mit 50 Steinpfeilen, eine Vogelfalle und ein Holzlagerfeuer. Das heißt, den kaufen wir. Nicht genügend Technologie. Ah. Und für die Werkstatt brauche ich diese Punkte, Crafting. Das heißt, ich brauche Überlebenspunkte. Ah. So, drei Rundhölzer reichen. Das heißt, ich muss jetzt einfach viel töten. Also, das ist jetzt meine logische Schlussfolgerung aus allem. Ob es jetzt ein Reh oder... Da sind Rehe. Ich will Füchse. Das habe ich jetzt nur getan, weil es irgendwie nicht weggelaufen ist. Ein Fladenbrot. F essen. Da ist ein Wildschwein. Tut mir leid, du musst... Wo ist das Vieh? Es ist mir doch gerade hinterhergerannt. Hier ist Blut. Dann ist es weggerannt. Es enttäuscht mich. Das gibt es echt nicht. Perfekt, ein Wildschwein erlegt. Aber ich muss das echt ein bisschen umändern. Rundhölzer. Ja, dann craften hölzerner Speer.
Hölzerner Speer, ausrüsten auf die 5. Hölzerner Speer, aufrüsten auf die 6. So. Weil das Problem ist, ich habe jetzt so fast 2 Speere für ein Wildschwein verbraucht. Wo sind noch Tiere? Da ist ein Wildschwein. Das sind 2 Stück. Noch ein Wildschwein und ich wäre fertig. Das stimmt zwar, aber draufgehen sollte ich dabei nicht. Ab nach Hause, oh boy. Aber ich würde sagen, wir haben einiges gelernt. Fähigkeiten habe ich keine. Warte, was wollte ich gerade machen? Management. Journal. F. Questverfolg. So. Das Wildschwein hat mich auch in Ruhe gelassen. Komm, dann ist jetzt unsere Challenge, einfach heil zurückzukommen. Aber Hauptsache erstmal fast gestorben. Ja, komm. Ich lasse mich wieder dazu verleiten, irgendwelche anderen Tiere zu jagen. Aber kaum suche ich, beziehungsweise kaum bin ich einfach sehr, sehr low, kommen viele Tiere. Kann ich eigentlich mit dem Pilz was machen? Riesenschimmelpilz. Der kann für Nahrung. Eine Nahrungsrotverzehrerin kann sich. Ah, okay. Es ist also, die Pilze sind quasi sowas wie die Beeren, nur in schlecht. Ja, doch, ich komme fast dort daher. Aber ich kann mal ein paar Beeren essen. Dann geht's mir gleich ein bisschen besser. Wenn man nah genug an einem Dorf baut, kann man sein Dorf neben einem Dorf platzieren? Also ich meine, es muss ja irgendwie einen Grund gehabt haben, dass die Leute ins Dorf kommen, weil sie selber keins bauen wollen. Das ist jetzt meine logische Schlussfolgerung aus allem. Schauen wir noch schnell, ob Anne was braucht.
Annemarie, die steht da. Geh mal weg, Alde! Nahrung ist noch genügend da, Brennholz auch. Gut, das wollte ich nur wissen. Ja. Ja, die Folge ist auch quasi wieder vorbei. Mal kürzer als die anderen. Fleisch, Leder, Pelz. Das Problem ist, dass in mein Inventar nicht so unglaublich viel reinkommt. Also es könnten jetzt noch 2 Rundhölzer rein. Also, und was natürlich auch noch hinzukommt, ist Jagdpunkte. Und dafür brauche ich Technologie. Wenn ich jetzt dazu... Also, jetzt kann ich mir... bauen. Nicht Häuser, sondern Speicher. Lebensmittellager. Oh. Hauptlage des Dorfes ist die Nahrung. Sie enthält Nahrung. Jagd, die in aller Jagd, Fische, Scheune, Tiergebäuden gesammelt wird. Die Bewohner brauchen dieses Gebäude, um essen zu können. Okay, das heißt. Warte. Wir tun jetzt mal kurz. Im Kopf durchgehen lassen. Wenn wir nichts dabei hätten, ein Rundholz hat ein Gewicht von 2,5. Das heißt, 8 Rundhölzer haben ein Gewicht von 10 Kilo. Das geht, dann bauen wir. Aber bauen wir dann. Dann machen wir hier einen Schotter. Ja, ich kann ja die hier noch nicht. Oder kann ich schon was. Kann ich schon eine Schaufel craften? Nee, kann ich nicht. Ich habe auch gesagt, ich könnte nachts viel Zeug tun. Mache ich aber nicht, weil ich es nicht kann. Nee, weil ich... Das, was ich tun müsste, wäre Schilf zusammenzupflücken. Aber ich kann nicht springen. Warum? Warum kann ich nicht springen? Ich weiß es mal wieder nicht. Was machen wir in der nächsten Folge? Ich würde sagen, wir gehen dahin. Da ist ein Fragezeichen. Das heißt, da können wir dann mal in den nächsten Tagen hingehen. Ja. Dann. Es war wieder aufschlussreich. Hat Spaß gemacht. Ich sehe, dass irgendjemand was... So, hab mich ablenken lassen, aber dadurch kommen wir schneller dem Ende näher. Danke fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht. Ja, ich schaue gerade ein paar Folgen an. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüdelü-lüli. Lü-lü-lü-lüli.